Ja, hallo und herzlich willkommen zurück bei Let's Hallo! Play Star Wars The Old Republic. Der Dü und der Phönix, der hier so mir in den Kopfhörer schreit, der sind alle beide noch da. Allerdings nicht hier. Die waren in einer anderen Aktion und ja, jetzt müssten die ihre Folge eigentlich unterbrechen. Ja. Weil die irgendwie nicht hinterherkamen. So. Ja, das ist blöd. Ja, okay, dann nutzt ja nichts, müssen wir uns gleich nochmal listen. Ja. Ja. Erstmal nach dem langen Wortebildschirm. Genau. Der kann ja derweil ein bisschen was erzählen über sein TPP-Gebiet. Eben. Aber was mich ein bisschen gewundert hat gerade, die als jetzt Gegnerteam bei uns gelistet wurden, beziehungsweise jetzt angezeigt wurden, die haben 7 oder 6 Medaillen bekommen. Warum haben die so viele Medaillen bekommen? Innerhalb von 30 Sekunden. Puh, das wüsste ich auch gerne. Ja, vielleicht heldenhafter Sieg, weil sie, oder heldenhaft, weil sie... Die haben wir doch gewonnen, oder? Ja. Wir hätten ja gewonnen eigentlich, also ja. Wir haben ja eigentlich gewonnen, ja. Wer weiß. Ja, weiß. Na, aber mich find's ärgerlich, dass ich ja gar keine Belohnung mehr gekriegt habe. Weil ich ja keine Medaille geschafft habe. Naja. Der Tür hat ja wenigstens eine, das hat ihn ja für XP autorisiert. Ach ja, du bist ja jetzt 30, oder, Dü? Nee, noch nicht ganz. Ach, aber fast. Ach, gut. Auch gut, fast. Also können wir noch ein PvP gemeinsam machen. Yay! Ach ja, eins stimmt. Das müssten wir eins komplett getrennt machen. Ja, ja. Dann bin ich ganz alleine. Wäre natürlich auch mal was Lustiges. So, ich gehe direkt in die Mitte, weil da meistens am meisten los ist. Und da kommen auch schon die meisten Typen angerannt. Da muss ich hier ganz alleine rein. Was für ein hast du? Ach so, den Bürger. So, Bürgerkrieg, genau. Ja, da ist ja eigentlich die beste Taktik, niemand rennt in die Mitte, sondern nur die beiden Außengeschütze machen. Weil immer die meisten Gegner in die Mitte rennen, und dann kommen die nicht rechtzeitig zum Außengeschütz, oh, bevor man selbst verdammt. Einnehmen kann. Oh, ich kann einen Fähigkeitspunkt vergeben. Jetzt mach ich mich aber glücklich. So, wo setzen wir den denn mal hin? So, probieren wir es nochmal. So. Ey, noch nicht, ich muss... Jetzt hat er nicht schon gesagt. Ja. Ich muss doch erstmal meinen Fähigkeitspunkt verteilen. So, mach ich einfach mal darauf. Zack, übernehmen. Und jetzt listen wir uns nochmal. So, ich hab doch alles. Gut, wunderbar. Und ich lese mir jetzt gerade mal, worauf ich meinen Punkt gerade eigentlich gesetzt habe. Jawohl, jetzt haben wir endlich auch ein Geschütz. Jawohl. Sehr schön. So, 1, 2 bleiben hier zum Verteidigen. Sind 2 da, ja. Dann wird... Oder ne, ich bleibe auch mit hier. Was soll's? Die anderen müssen das schaffen. Oh nein, die anderen haben... Verdammt, warum haben die anderen? Das kann doch wohl nicht sein. Ich habe mal eine Frage an euch, da bin ich mir selbst gerade gar nicht so sicher. Im Fähigkeitsbaum, da ist ja manchmal so, dass in einer Reihe nicht alle Plätze belegt sind, sondern wie so ein Pfeil von einem darunter noch hochgeht. Hm. Wie kann man den dann freischalten oder schaltet der automatisch mit? Nein, du musst, wenn du unten bist und das mit dem Pfeil nach oben im Fähigkeitsbaum, dann ist das quasi daran gekoppelt. Das heißt, du musst quasi die Fähigkeit, die den Pfeil quasi oder den Strich nach oben hat, vorher freigeschalten haben. Hab ich ja! Die habe ich freigeschalten. So, jetzt geht's nochmal los. Also eine aktive Fähigkeit kaufen, aber meine nächste aktive Fähigkeit ist so und ich komme da nicht ran. Aha. Das ist jetzt mein bisschen kleines Problem. Ich würde die gerne freischalten. Ich weiß es jetzt gerade auch nicht, weil, wie gesagt, ich. Ist unschlagbar. Kannst oh, ihr kommt schon wieder Voltstein. Ich will schon wieder 16 Medaillen haben. Ja, weil wir haben jetzt gerade nur ein Geschütz von 2, verdammt. Erobert mal eins hier. Und ich stehe hier ganz alleine auf einem anderen. Gratuliere dazu. Du bist schlecht, bist du. Ich bin wieder der bewacht. Ah, na endlich. Jetzt haben wir 2 Geschütze. Das sieht doch gut aus. Richtige. Mal gucken, wer diese Runde mehr Schaden macht. Der Damage Dealer oder der Tank. Mal gucken. Ja, gut, schauen wir mal. So. Ich wette, der Tank. So, jetzt kommt Belmondo noch zu mir. Jawohl. Ich wette, wir verteidigen wieder zuerst. Nee, wir greifen an. Ui. Mal was ganz Neues. Also. So, einfach mal ein paar Leute in die Gilde laden. Ja, komm her, ja. Bin so nett. Lass das. Hopp, hopp. Einfach alle Leute in die Gilde laden. Ach, deswegen gibt es so viele Mitglieder. 235. Mhm. Wir sind so viele. Aber die sind jetzt alle insgesamt mit. Verdammt, warum kann ich hier nicht? Ich glaube, in eine Gilde können
So. Oh, jetzt sind wir 236. Ich glaube, in einer Runde maximal 500. In der imperialen Gilde sind es 300 irgendwas mit Flieger. So, wunderbar. Sehr schön, das. So, ja, genau, so viele Mitglieder und, ja, wir konnten auf jeden Fall verteidigen, das ist sehr gut. Ich habe sogar einen retten können. Juhu! Ich bin ein guter Heiler. Ach, schon fertig? Nein, nein, nein. Bei uns geht's schon los. Hä? Warte, ich hab bei der Gilde geschaut. Ah, oh. Ich habe oben was. Mist. Aber ich muss gleich mal sterben. Ich lenke einfach mal links ab, weil links sind ein paar Gegner hingerannt, aber von uns greift niemand an. Drei so. Gegner, genau, ich lenke die einfach mal ab. Oh, Dü ist auch ja, da. Ja, ich bin auch da. Dü ist auch da. Wir sterben gemeinsam. Ja, ihr sterbt gemeinsam. Ja, ich muss eh nochmal das Tor haben, eine Quest abzugeben. Ist unschlagbar. Oh, ich habe jemanden zerlegt. Das gibt's doch gar nicht. Herzlichen Glückstrumpf. Oh, schon zwei Medaillen. Ich bin ja so gut. Ich habe auch schon zwei Medaillen. Angeber. Ich habe jetzt sogar schon drei. Oh, ein Angeber ist unschlagbar. Hier. Ja. So. Jetzt hast du mir den Kill geklaut, du alter Killdieb. So, ich platziere meine so, die Bombe. Rennen, die rennen irgendwie alle zu dem anderen Geschütz. Boah, jetzt hat mich dieser blöde Hexer unterbrochen. Ich bin zu stark. Ich bin zu stark hier. Die haben Angst, dass sie in die Mitte kommen. Normalerweise ist das Mitte eigentlich aber sehr stark umkämpft. So, wir haben die Bombe. Gratuliere, Dü hängt noch an, obwohl die Bombe schon hängt. Ja, ja. Vielleicht gäbe es ja dafür extra Punkte, aber gab es keine. Nee, gibt doch keine. Schade. Naja. Extra Punkte. In was für einer Welt leben wir denn hier? Na toll. Ja. Flumm. Hui. Hinterhalt. Ein hinterhältiger Hinterhalt. Zack, ich trete den mit meinem eleganten Salto. Den Skill. Oh, da hat auch ganz schön viele CC-Skills. Das ist ja nervig. So. Ich hab's endlich mal geschafft. Ich hab mich oben auf das Teil gestellt. Jawoll. Ja. Oh, Glückwunsch! Glückwunsch, Dylani hat Stufe 30 erreicht. Ui. Jawohl. Gratuliere, sie ist überlevelt. Hier darf man nur bis 29 rein. Raus! Sofort raus. Genau. Du wirst jetzt rausgewählt. Genau. In Fiesta gibt's ja jetzt auch die Vote-Funktion. Wo denn die Vote-Funktion? Also du kannst, auch in der KQ kannst du so, zum Beispiel Leecher rauswählen. Muss halt nur ein Voting starten und dann wird er halt der eine gekickt. Ja. In Fiesta? Ja, in Fiesta. Ja, das gibt jetzt schon Weichern. Ich wurde auch selbst schon ein paar Mal rausgerotet. Ich hab's bis jetzt noch nicht erlebt. Dann landet man in Rumen. Ja, ich hab's bis jetzt noch nicht erlebt, aber also ich wurde noch nicht rausgevotet, aber. Hier in der Biene-Kingdom Quest, da ist ja manchmal das Tor verbuggt, so dass man nicht weiterkommt. Ja. Da haben wir uns alle gegenseitig rausgevotet. Und dann landet man halt in Rumen. Kriegt man das selber mit, dass so ein Voting gestartet wurde? Ja, je nachdem. Über den gewotet wurde, der kriegt nicht mit, bis er rausgevotet wurde. Oder wenn er nicht rausgevotet wurde. Und der Rest, der kriegt halt eine Abstimmungsanfrage. Ja. Genau. Das ist ja doof in große Kakus, ne? Und die Leute, da wird es wahrscheinlich dann wirklich nur solche erfahren. Ja, wenn man jemals jemand es gibt ja ein paar Leute, die greifen einfach die Fina an. Und dann, wenn die stirbt, dann ist halt die KQ ja abgebrochen. Genau. Und deswegen so ist im Personenfeld ist das halt trotzdem recht praktisch, wie ich finde. Genau, in der letzten Spinnen-KQ, in der ich drin war, wurde das, sagen wir mal, etwas, merkwürdig zelebriert. Da ging dann halt ein Vot hin und her. Der eine hier, weil er sich hingesetzt hat kurz und der andere, ja, weil er mich rausvoten wollte. Sowas in der Art, du kannst ja auch einen Grund dafür angeben, immer. Ich kann Bewachen nicht aktivieren, das kann ich nicht aktivieren. Wieso kann ich mein Bewachen nicht aktivieren? Zack. Zack. Theoretisch müsste ich bewachen können, aber. Nun gut. Ah, jetzt geht's wieder. Ui, der Schaden. Ja, hier noch eine Medaille. Jetzt habe ich auch drei Medaillen, ich bin ja so gut. So, okay. Und kein bisschen angeberisch. Nur drei? Ja, nur sehr drei. Wenig. Ja, ich weiß. Oh, schade, wie kann ich mir selbst keinen Schutz geben? Das ist ja fies. Ich sterbe. Ich bin gestorben. Gratuliert mir bitte. Glückwunsch. Oh, schade, ein Sieg. Oh, wir haben es gewonnen. Wir haben gewonnen.
5 Medaillen hatte der Filani. 5 dieser Angeber, ey. Ja. Dieser Angeber. Nein, Spaß. So, ich muss mir mal kurz heilen. Ah, jetzt hat mich doch erwischt. So, was? Weil du schlecht bist. Es gibt gar keine Angeber. Ich bin schlecht, ich habe 8 Medaillen. Es gibt gar keine Angeber. Manche Leute haben nur ein sehr großes Ego. Ja. Du ist einer davon. Aber wir erleiden Schaden. So. Naja, noch ist alles gut. Wir haben noch immer 2 Geschütztürme. Mehr brauchen wir nicht. Und wir können die Mitte auch immer noch ganz gut verteidigen, wie es aussieht. Also hier dieser Xenovia, der fragt die ganze Zeit, ob, was der Plan ist. Ist doch recht einfach. Angreifen einfach, verteidigen einfach. Hat doch geklappt. Ich bin nur geschrieben, mein Plan. Angreifen einfach. Und geht gut. Ja, wir haben innerhalb von 4 Minuten das geschafft. So, du kriegst mein Schild, hat er verdient. Ein bisschen jedenfalls. Dafür habe ich einen Ball der Elie gekriegt, weil ich so nett von ihm Schild gegeben habe. Wow. Jetzt bin ich schon wieder. Ah, das tat aber weg. Das tat jetzt glatt weh. Zack. So, nächste Medaille. Jetzt habe ich schon 6 Medaillen. Sehr schön. Ich habe schon 9. Ich bin halt ein Tank. Haha. Mich hat er zerlegt. Deswegen werden meine Medaillen am Ende verdoppelt. Ich bin ein Bolzen. Deswegen werden meine Medaillen am Ende halbiert. Ja, das stimmt. Endlich meine wahre Aussage hier. Oh, die Lani stirbt. Schön zu sehen. Ich hab dir Schutz gegeben. So, hopp, komm. Ich mach was draus. Schade. Lebst du noch? Nee, gut, dann wird's leider. Och, ey. Doch gar nicht. Wo sieht man denn, welche Medaille man erreichen kann eigentlich? Das kannst du am Ende, welche du noch erreichen hast oder welche du schon erreicht hast. Welche ich jetzt erreicht habe bisher und welche ich noch erreicht habe. Das kannst du am Ende, welche du geschafft hast, kannst du am Ende vom PvP sehen. Wenn du mit der Maus auf deine Medaillen gehst, dann kommt eine Anzeige, welche was du alles für Medaillen hast. Oh. Aber so während des PvPs oder was man für Medaillen erreichen kann, das kann man nicht. Hier links, so. Links legen die Bombe und wir zergen hier fröhlich rum. Ist doch alles schick. Und ich sterbe. Nun lass mich doch mal in Ruhe hier, Mensch. So, jetzt habe ich 10. Hui. Mist. Jetzt hängt die Lani in der Tür fest. Das ist typisch wieder. Typisch. Nicht draußen, nicht drin, in der Tür. Zu dick für die Türe also. Nicht zu dick, sondern eine Millisekunde zu spät scheinbar. Jetzt geht's. Das war ja auch ein schönes Bild. Wie ich finde. Oh, die sind weiter. Gratuliere den Gegnern. Jawohl, wir sind auch weiter. Wir sind schon fertig. Und zwar, wem gebe ich denn jetzt mal die Punkte? Mir. Geht nicht. Doch, muss gehen. Geht nicht, und selbst wenn, würde ich es nicht tun. Niemals. Mach, dass es geht. So, ich gebe hier Baronimus, weil der hat mir auch ziemlich gut Dings gegeben. Heil. Immer Schild. Nee, der ist Tank gewesen. Blödes Tank. Toll. Tanks so. Sind blöd. Ich mag Tanks nicht. Ich schon. Ja, weil ich kein Tank bin. Ja, genau. Das heißt, du magst mich? Nee, du bist kein Tank. Hast du gerade selber gesagt. Du bist. Doch, du bin willst, Tank. Ich mag Tanks nur nicht. Du willst mal einer werden, das ist ein Unterschied. mein Frontkämpfer ist auch ein Tank. Dein Fronttank sozusagen. Ja, mein Fronttank. Bei Fähigkeitshändler steht ja merkwürdigerweise immer vor. Warte mal. Oder? Warte mal, was steht denn da? Ich weiß es nicht. Ich weiß gerade auch nicht. Naja. Nun gut. So, ich bin schon wieder draußen. Ich bin schon wieder draußen und stehe hier dumm in der Gegend rum. Ich würde sagen, ich werde meine Folge hier auch. Du wirst übrigens von Mekusa im Chat angeschrieben. Ich? Ja. Och, komm schon. So, ich bin zwar im Kampf und sterbe gerade, aber egal. Was denn? Ja, jetzt bin ich wegen dem Chat gestorben. Alles deine Schuld. Sieht denn rechts aus? Ich bin nicht rechts. Kann ich nicht beurteilen. Da ist ein Gegner. Ein ganzer Gegner. Ich hau ihn. Evan möchte PvP mit mir machen. Wie niedlich. Was soll ich jetzt...
So, ich werde jetzt, wie gesagt, meine Folge schon mal beenden. Leute, also, es freut mich, dass ihr eingeschaltet habt. Bis zum nächsten Mal, da geht's dann auch wieder gemeinsam weiter. Bis zum nächsten Mal, bis dann. Tschüss. Soll ich ihm jetzt sagen, nein, ich habe jetzt keine Zeit, oder...